Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier mit dem Alex. Und ihr seht es mal, ich bin wieder zum Terraria aufnehmen gekommen. Zum 13. Part hier werde ich euch wieder mit dem neuen oder beziehungsweise immer noch endgeilen Game versorgen. Ich werde erstmal wieder ein bisschen was abbauen. Da unten ist noch ein bisschen Kupfer. Das nehme ich jetzt sogar mal mit. Grab ich mich mal hier durch. Gleich noch ein bisschen Stein mitnehmen hier. So, komm. Dann holen wir uns noch das Kupfer hier. Gut. Und es ist auch schon fast wieder Nacht. Merke ich gerade. Und da steht mein Haus. Atmok steht oben drauf. Das ist mein Haus. So. Do Summer. Im Atmok-Haus. So, was machen wir denn jetzt? Also, wird es jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt Nacht wird oder ob es jetzt Tag wird, ob es jetzt gerade Nacht war oder so oder andersrum, ich weiß nicht. Gut, was haben wir denn jetzt im Inventar eigentlich noch alles? 16 Kupferbarren. Die können wir doch sicherlich noch irgendwie verwerten. Was haben wir hier unten noch? The Fishing Pole, ja, die habe ich schon. Stimmt, das hätte noch nicht für eine Kupferrüstung gereicht. Gehe ich mal und mache, ja gut, ein Kupferbarren mehr noch, ne? Amboss ist da. Ich könnte noch eine Eisenkette, Leddor, ein Kupferhelm, aber ich habe schon einen Silberhelm. Was ist das hier oben? Schienen, Minecart. Naja, brauche ich jetzt glaube ich eigentlich nicht so. Klebriger Leuchtstab. Den könnte ich mir noch machen. Aber den brauche ich nicht so richtig. Deswegen würde ich sogar sagen, ich erweitere mal mein Haus heute. Ich tue erstmal die ganzen anderen Sachen. So, da. Kupferbarren hier rein. Die LED-Barren hier rein. Kupfererz. Ist hier noch ein bisschen Kupfererz irgendwo? Nö. Glibber. Machen wir uns noch ein paar Fackeln. Gut. So, was haben wir denn noch? Wood Breastplate, die brauche ich auch nicht. Kochtopf tue ich noch platzieren. Genau. Die Kiste tue ich noch platzieren. Holzpfeile. Könnte ich höchstens einen Holzpfeil zu einem Feuerpfeil machen, aber das lasse ich erstmal. So, was haben wir denn noch? Schwachen Heiltrank, den lassen wir mal drin. Die Eicheln tue ich mal noch platzieren. Dann habe ich wieder ein paar mehr Bäume hier in der Nähe. Jo. So machen wir das. Gut. Dann. Oh, da kommt auch schon der erste Zombie. Ich gehe erstmal. Ich brauche Holz. Genau. So, und ich baue das eins weiter hoch. Genau so. Thank you.
kommt denn hier runter? Gut. Dann kann ich mir hier noch irgendwo eine Holzplattform hinmachen. Jetzt mal hier. So. Und dann. Holzklappe. Hier sagen sie Holzklappe. Gut. Ich glaube, da brauche ich zwei, oder? Ja, ich brauche zwei. Dann hauen wir hier eine hin. Und dann kann ich hier hoch. Jo, so, jetzt brauche ich die Holzwand, um das Ganze natürlich wieder schön einzurichten. So, hier noch eine hin. Ah, stimmt, jetzt kommt nämlich das ins Spiel. Muss ich den Mist wegmachen. Um meine Holzplattform dahin zu machen. Meine Holzwand. Muss man hier das Zeug mal wegmachen. Auch schön, dass ich das euch mal zeigen kann, wie das so ist. Gut. Ja, hier drüben war noch ein bisschen. Genau, ein Stück Holzwand zu viel. Oder. Na, es war schon zu viel. Gut, lass mal so. Und jetzt machen wir noch ein bisschen weitere Holzwand. Oh, hier stehen einige Zombies. Naja. Jetzt tue ich das andere Zeug auch mal noch hin. Die Truhe. Mist. Ich glaube, ich mache die Truhe hier weg. Mache dafür die vierte Holztruhe hin. Den Kochtopf machen wir dann auch noch hin. So, jetzt haben wir erstmal die andere Truhe hier weg. Und die dafür hin. Und die Living Wood. Das ist jetzt eigentlich. Den Kochtopf wollte ich jetzt. Den haben wir jetzt hier. Dann machen wir die Fackel weg. Hauen wir hier den Kochtopf hin. Und oben an der Decke die Fackel. Genau. Hauen wir gleich die ganzen Fackeln oben an die Decke. Dann habe ich da ein bisschen mehr Übersicht. Gut. Mal lieber oben hin. Das sieht jetzt zwar nicht ganz so toll aus, aber ich hab's einfach mal so. Gut, jetzt machen wir noch ein paar weitere Holzwände zum Einrichten. Nicht Dreckwand, Holzwand, genau. Ich glaube, das muss reichen. 72 Stück, so 74 haben wir jetzt. So. Stern kommt runtergefallen. Da drüben. Den werde ich mir aber nicht holen können. Gut, jetzt haben wir hier wieder Fackeln hin. Oben rechts. Da. Jetzt wollte ich mal kurz gucken, ob das eine Behausung wäre. Diese Behausung ist geeignet. Achso, na dann. Hauen wir mal hier noch einen Tisch und einen Stuhl rein. Dann ist es doch garantiert geeignet. So, also brauchen wir hier noch einen Tisch.
und ein Stuhl. Zack. So. Hauen wir einfach hier hin. Und wenn ich jetzt eine Anfrage mache. Diese Behausung ist geeignet. Schön. Und es liegen da oben zwei Sterne. Und ich kann die fucking Dinger nicht einsammeln. Das finde ich einfach zu scheiße jetzt, ja? Ich könnte jetzt höchstens hier noch eins hochbauen. Aber eher gesagt hätte ich lieber hier drüben eine Wohnung hochbauen. Gut, dann haben wir jetzt hier oben das hier weg. Machen wir uns noch zwei Wooden Platforms, also zwei solche Platten hier drüben. Da sind sie. Gut, die haben wir da rein. Und dann geht's nach oben. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn ich da dieses Dämonenauge-Vieh habe. Na, das Vieh kann ja oben drüber fliegen, das ist ja gar Mist. So, ich muss es noch. Zwei höher bauen. Jetzt noch eins höher. Jetzt ist das Vieh drin. Ich muss jetzt mal rausfliegen. Das ist doch scheiße. Na gut. Dann mache ich jetzt wenigstens die Holzwände noch rein. Während das Vieh da oben rumschwirrt. Holzwände. Ist halt nicht so ganz toll, wenn ich hier in der Nacht spawne und so. Das geht los mit der Nacht. Oh, jetzt ist Taganbruch. Jetzt hauen sie alle ab. Auch gut. Super, und hey, der Zombie kommt noch. Zum lustigen Teil auf dem Kopf. So, jetzt haben wir hier noch Holz hin. Gut, da kann der Klipper auch nicht rein. Super. Und noch zwei Fackeln über. Die kommen beide da und dahin. Jetzt habe ich das ordentlich eingerichtet. Und jetzt könnte ich theoretisch, so mache ich es auch, jetzt hier oben wieder reinhauen. Da zwei Plattformen hin. Ach gut, die kann ich auch so produzieren. Dann machen wir gleich vierer. Zack. Und nein, du machst jetzt schön hier vorbei. Mache ich das gleiche, das Ganze noch drüben. Aber da muss ich hier oben was weghacken. Stimmt. Das muss das Ganze hier oben weg. Muss ich ein bisschen Terraforming machen. Für die, die nicht wissen, was das ist, ich muss ja einfach mal alles weghacken, was mir im Weg ist. So, den Baum hier auch gleich noch. Und weg damit. Da tue ich gleich hier oben noch ein bisschen Holz abbauen, weil ich habe ja nicht genügend, ne? Und dann tun wir das
Zeug und dann kleinern wir das Pflanzen. Dann habe ich wieder genügend Bäume, wenn es soweit ist. Sind die dann wieder alle groß genug? Jo, dann muss ich da unten mal noch ein paar Fackeln hinsetzen in die Höhle. Und dann mache ich das Haus noch ein bisschen weiter und dann werde ich mich demnächst, glaube ich, auch mal wieder so in so eine Höhle begeben, um nochmal ein bisschen Zeug zu suchen. Oder meine neue Höhle suchen. Nicht die, die ich letztes Mal hatte, sondern meine andere. Jo. Gut, jetzt wird erstmal wieder gepflanzt. Zack. Hallo? Muss ich hier erst alles abholzen oder was? So, komm, Pflanz, 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 Pflanz. Pflanzen, 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 Pflanzen. Und Bäume, Bäumchen hier, Bäumchen da. Außer das Stück hier, das tue ich bis dahin weg. So, es kommt jetzt hier. Weggemacht, damit ich da meine schönen Holzwände hinsetzen kann. Gut, jetzt kommt ja kurze Unterbrechung. War gerade hier Störung. Jetzt wird hier erstmal noch, ich mache das hier oben noch rein. Und dann denke ich, ist es auch das schon wieder für diesen Part. Das hier lasse ich mal schön zwischendrin. Das ist schön hier, so wie es ist. Atmok steht da mit meinem schönen Krieger. Und dann geht's hier runter. Das hier haben wir wieder weg. Das ist überflüssig. Gut. Und so habe ich mir das vorgestellt hier. Ist jetzt zwar nicht ganz mittig, aber muss ja auch nicht. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Fackeln rein. Hier noch eine in der Mitte. Da drüben auch noch. Da machen wir noch ein paar Holzwände. Nein, runter. Oben hin. So. Haben wir noch ein paar Holzwände. Da unten sind sie. Ganz viele brauche ich da jetzt. Ich habe ja auch ganz viel Holz. Gut. 160 müssten erstmal genügen. Das ist ja schon wieder überflüssig. Thank you.
lang, da lang, da lang. Und wieder hier oben lang. Und dann seht ihr, wir reichen sogar, es reicht sogar gar nicht, 160 Stück zu haben. Auch wenn ja noch ein bisschen was überflüssig ist, aber es reicht nicht. So, dann muss ich das hier drüben mal noch abhacken. Und dann haben wir noch ein paar Holzwände und dann haben wir erstmal in diesem Part jetzt zwar nicht gerade viel geschafft, aber ich habe ein schöneres Haus als vorher. Das bringt jetzt in dem Sinne nur mir was. Aber Terraria ist ja schon wie Minecraft ein endlos Let's Play, wo man ja Stunden, Tage, Monate zocken kann. Und genau deswegen spiele ich es ja auch. So, das müssten so 90 noch oder was. Müssten jetzt für den restlichen Teil noch reichen. Dann haben wir da noch ein paar Fackeln rein. Und dann wär's das. Schuppidu. Und da sind wir fertig. Jetzt haben wir hier oben eine Fackel, da oben eine Fackel, da oben eine Fackel, da oben eine Fackel, da, da und hier. Super. So sieht ein schönes Haus aus. Ha, schön in Anführungsstrichen. So, und jetzt würde ich dann eigentlich noch so einen schönen Turm nach oben bauen. Das mache ich jetzt auch noch. Oder wir machen das erstmal im nächsten Part. Ich bereite das jetzt hier erstmal vor. Den Turm machen wir 4 breit oder so, ich weiß es nicht. Steht eine 4 breit, machen wir 4. 4 müssten reichen. Gut. Hier oben wird er dann hochgehen. Und dann mache ich da oben ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Part, euer Alex. Ciao, ciao.